Hallo Cowboys, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption 2. Und ja, ich schaue hier nach unten und wir haben einmal unten da den kleinen Bahnhof, ne? Das Häuschen. Und man sieht die kaputte Brücke, die wir ja letztes Mal gesprengt haben. So. Und heute reiten wir nach den Indianern oder wie wir hier sagen ins Reservoir. Bin ich gleich da. Ich muss nur mal sehen, wie ich hier am besten jetzt lang komme. Ich habe das Ding zwar da auf der Karte, aber jetzt kein Zeichen, weil hier kein richtiger Weg ist. Aber da unten ist ein Weg. Dann muss ich doch mal sehen, wie wir hier runterkommen. Wir könnten runter springen, aber nein. Haha. Das würde auch mein Pferd nicht überleben. Wo kommen wir denn hier am besten runter? Hier geht es schon mal abwärts. Schon mal runter. Das ist ja dann schon mal gut. Glaube ich. Ja, ist doch, da kannst du doch wohl runter. Das ist doch jetzt nicht so hoch. Ne? Einmal hier so. Und dann springen. Siehst du, klappt doch. So. Und den Weg haben wir jetzt auch gefunden. Na super. Dann können wir ein bisschen schneller reiten. Und zack. Reiten mal das Vieh um. So aus wie so ein Stink-Waschbär oder was auch immer. Ein stickender Waschbär. Ja. Die Wolken verdecken den Mond. Kann man jetzt nicht sehen, ist das Halbmond, ist das Vollmond oder nimmt er ab, macht er Diät, keine Ahnung. Uah. Ja, 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 easy, easy. Ist sie hier oder ist sie da? Keine Ahnung. Aha. So, dann über diese Brücke reiten wir. Und dann sind wir auch schon gleich da, im Reservoir. Bei den fallenden Regen und überhaupt. So. Ho. Ja, ich bin Mr. Morgan. Ich komme aber von heute. Captain Monroe. Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. The chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. I thought we were through with all of this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made. Apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out. He knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it?
I can show you. Supposed to be heading to a pediatric coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Well, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Good, then. So, this Colonel Faber, he knows you're up here helping these people? Yes, and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. Can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws. But I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Okay, schneller wie jetzt geht es nicht. All right. This is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Okay. Out here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is, and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Not all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, no, I can't promise. Hol die Arznei aus dem Vorratswagen. Na gut, aber wie? Wie sollen wir das machen? Hallo? Irgendwas wird doch schon einfallen, ne? Ja. Na dann. Ah!
put that down right now. Do you want to get shot? Is that it? That's it. Shoot that bastard. Hey, talk to me, Ab. Moment, Moment, Moment. Okay. Die haben zuerst angefangen zu ballern. Gut. Goldener Ehering. Du sollst doch da hochklettern. Hier leuchtet auch nichts auf. Wie kommt denn das? Merkwürdig. Gut, lass mich mal auf der Karte gucken. Wo ist das denn? Das war, ups, hier oben irgendwo. Aha. Nein. Hallo, was machst du? Einmal schön weit umdrehen. Hallo Pferd. Upsala. Dann geh doch auch weg, wenn du ein bisschen geschubst wirst. So. Dann komm mit. Mal gucken, wir fahren einfach mal mit dem Wagen dahin. Mit dem blauen Wagen fahren wir. Ruhe, Pferde. Ratter, Rieder, Ruderei, da dein. Im Pferdewagen vor mir reitet eine junge Frau. Nein, passt nicht. Sie reitet allein, darf nie fein so sein. Oder so ähnlich. Reitet die Bumm, reitet die Bamm, schneebe die Dubdabdamm. Links haben wir. Wirst du wohl mal einigermaßen gerade fahren, ja? So, hier können wir nochmal die Brücke sehen. Hinten ist sie kaputt. Die Brücke wurde kaputt gemacht, das möchte ich gerne mal wissen. Da kann ja keine Bahn mehr drüber fahren. Tja. So. Sind wir ja gleich wieder da. Nur noch mal diese kleine schmale Brücke.
So. Und schon haben wir unser Ziel erreicht. Steht er irgendwo hin, Blackie? Hallo, die Dame. Ja, ist gut. Morning. You are not welcome here. Good. Morning, mister. This is no place for you. US Army. So, hier drücke ich wirklich alles, was geht. Kann aber nichts untersuchen und so. Das ist merkwürdig. Ach, jetzt kannst du hochklettern. Hab die ganze Zeit doch gedrückt, Mann. Du Eumel. Ja, genau. Nimm mal alles mit. Bring die Arsenal zu Captain Monroe zurück. So, und nun? Hep. Hep. Reagiert nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hallo. Da geht's ja auch nicht. Dann eben, aua, oh. Na gut. Swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, bro. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Okay. Boy. So. Da blinkt was. Blinky, 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 blinky. Da unten haben wir die Sadie Adler. Und hier oben ist. Okay. Die Kunst der Konversation. Das ist im Moment dichter. Aber wir machen erstmal eine kleine Folgenpause. Ah, dass man hier so langsam reiten kann, immer überall im Lager und so, ey. Dass es nicht schneller geht. Es geht. Na jetzt. So langsam.
Langsam, langsam. Ihr geht mit. Okay. So. Was haben wir denn hier am Wasser? Da, so. Ich mach's einfach mal so. Können wir auch wieder reinstecken, wenn wir wollen. Meinen Bogen habe ich noch. Erstmal eingeben, ja, das reicht. Gut, Freunde. Ich werde hier am Wasser mich ein bisschen ausruhen. Mach mal ein schönes Lagerfeuer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ach Gott, es ist schon 10 vor 3 mitten in der Nacht. Heute am 13.01.2019. So, ich werde mir ein bisschen was kochen. Schweinefleisch. Also hier, ne, über meinen kleinen Grill halten hier. Und dann sage ich danke, dass du dabei warst. Und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.